Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, jetzt muss ich erstmal alles erzählen. Also, vieles geschehen, viele Bugs, viele Dinge habe ich erobert, offline, auf die Schnelle. Und ich muss sagen, meine Güte, also die Story am Ende, die hier, die ist echt verbuggt. Haben auch viele geschrieben, bei den Diskussionen habe ich nachgeguckt, im Forum und so weiter, weil bei mir ging es auch nicht weiter. Nämlich, wir haben ja das Westliche sofort besiegt nach zwei kleinen Miniburgen, weil die waren ja schon weit vorne. So, das hat ja geklappt. Aber das Nördliche hat ja gar keine Burgen oder Städte gehabt. So. Und das war das Problem. Wir konnten ja nichts einnehmen oder irgendwas kaputt machen oder belagern, dass man sozusagen den Fortschritt erhöht. Dann habe ich offline gefühlt, Alter, bis 3:30 Uhr nachts irgendwie versucht, das hinzukriegen. Ging aber nicht. Einfach immer nur bis 50% hoch. Danach hat es aufgehört, Fortschritt zu geben. Und dann ja, ist es irgendwann zurückgegangen wieder auf minus 100. Sogar mit neuen Laden und alles ging gar nichts. Ich weiß nicht warum. Und da habe ich natürlich nachgeguckt und da haben viele gesagt, es ist echt verbuggt. So, da haben viele gesagt, auch man sollte einfach jeden von den Köpfen, weil wenn irgendwann keiner lebt, kann natürlich keine Fraktion mehr am Leben sein. Da habe ich damit angefangen. Junge, Junge, hatte ich viel Minus-Karma-Punkte. Ich hatte, glaube ich, das Messer Stufe 2 schon. Hat aber auch am Ende nichts gemacht, weil es sind so viele kleine Mini-Clans, die sich natürlich zusammenschließen, weil die ja rübergegangen sind, so wie Garius von davor. Das hätte viel zu lange gedauert. Da hatte ich auch keine Zeit für, weil ich auch ins Bett musste und so weiter. So. Was habe ich dann gemacht? Heute Morgen wieder angemacht, neu geladen. Auf einmal hat der Stand einfach von alleine auf 86 geupgradet. Also ist irgendwie der Bug dann weggegangen oder es hat sich verbuggt im Sinne von guten Sinne. Ey, dann habe ich einfach nur rumgeritten, was anderes eingenommen, und zwar von den Vlandiern. Und dann ist das auf einmal auf 100 gegangen und dann habe ich es geschafft. Weil das wollte ich ja offline hinkriegen, weil es sind so viele kleine Viecher rumgerannt, das hätte in der Aufnahme zu lange gedauert oder zu viele Schnitte. So, jetzt haben wir das endlich mal geschafft, jetzt ist nur noch das Südliche übrig. Da hatte ich aber viele Kriege mit anderen zu tun. Jetzt hat der uns auch den Krieg eröffnet, obwohl bei uns steht, dass er unser Freund ist. GG, warte, ein Freund. Da brauchst du auch keine Feinde. Die Blauen sind noch ruhig, aber ich glaube, die kommen bald auch schon mit einem Angriff, weil das ist irgendwie so ein gefühlt zeittickendes System, dass jeder einmal dich angreifen muss. Dann, was das nächste passiert? Genau, ich habe ein bisschen von den Vlandiern was zurückerobert, und zwar einmal Ortizia habe ich weggenommen von denen, die Burg habe ich weggenommen, die Burg habe ich weggenommen, die auch. Das war ja da schon, wo das Westliche war oder das Nördliche wurde. Da habe ich die Burg zurückerobert, weil es auch noch nördlich war. Die Burg hatte ich ja erobert. Ich weiß nicht, ob das schon im Part drin war. Da habe ich noch die Burg und diese Stadt erobert, damit das komplett einmal abgegrenzt ist, falls sie uns angreifen. Dann habe ich Frieden geschlossen. Leider konnte ich keinen Tribut erhalten kriegen, sondern ich musste zahlen, aber nur ganz wenig. Damit erstmal Frieden ist. Mit denen hier habe ich Tribut erhalten wiederbekommen. Mit denen geht es am schnellsten, weil die haben so wenig. Genau. Die hier haben mit uns auch Krieg angefangen, aber die haben nicht viel gemacht. Die waren sehr, sehr billig. Da habe ich einmal abgewehrt, da hätte ich schon Tribut erhalten kriegen können, aber ich habe noch gewartet. Jetzt muss ich leider ein bisschen zahlen, aber nur ganz wenig. Das ist jetzt nicht viel für uns, aber wir kriegen so viel Geld, das ist ja Kleingeld für uns gerade. Genau. Jetzt haben wir halt nur noch den Krieg mit denen hier und den können wir leider nicht mit Diplomatie beenden, weil der wurde gerade frisch eröffnet und da müsste ich 23.000, also sozusagen aufgehoben, 24.000 pro Tag zahlen. Darauf habe ich keinen Bock. Plus er hat sowieso eigentlich nicht so viel Stärke, das ist eigentlich nur verteidigen. Also kurz ein paar Tage warten, dann geht's runter, dann kriegen wir sogar Geld zurück vielleicht. Und genau, jetzt kann nur noch der hier uns den Krieg eröffnen. Ich hoffe nicht, der soll erstmal ein bisschen chillen, weil er hat schon zwei Gegner. Genau, jetzt müssen wir nur noch die hier fertig machen. Und ich glaube, bei dem ist das besser, die Chance, das fertig zu kriegen, weil erstens hier so viele sind. Das ist ordentlich Fortschritt, auch die Städte, die einzunehmen. Ah ja, genau, und die Burg habe ich auch genommen vorher, weil da schon einer unserer Trupps das besiegt hat von alleine, da habe ich nur nachgeholfen. Aber ansonsten nur noch die Stadt einnehmen. Und ich hoffe, dann ist sogar die Story geschafft, weil ich habe nur noch zwei Gefolgsmänner, die die Stadt übernehmen können. Ansonsten muss ich die letzten zwei Städte und diese Burg noch einnehmen. Damit das 100% geschafft ist, aber für die zwei Städte habe ich gar keine Leute, die das führen. Fürs Erste, dann müsste ich wieder rumreiten und suchen. Das würde wieder ein bisschen dauern. Aber ja, dann wäre sozusagen die Story, glaube ich, durch, weil ich glaube, das ist sogar der letzte Schritt, so wie ich es im Forum gelesen habe. Vielleicht haben die was hinzugefügt und dann kommt danach noch was, irgendwie, keine Ahnung, besiegt den Rest oder so als Abschluss, aber das mache ich natürlich nicht, weil es ist dann Freeplay. Genau. So, ordentlich was erzählt. So, genug gequatscht, ich würde sagen. Jetzt erstmal auf die Schnauze geben. Belagern wir die Stadt. Zack, Junge. Genau, belagern. Gut, dann stellen wir das ein, kurz bevor es fertig wird. Den können wir schon errichten. Wobei das noch nicht. So, wunderschön. Weiter schießen. Der lenkt jetzt mal ein bisschen ab. Sehr gut. Ich treffe nicht so gut. Also ein geringer Skill. Sehr gut, haben die alles besiegt. Dann kann ich weiter bauen.
Dann sollten wir das überleben, ganz genau. Und dann gehen wir da rein. Und dann gucken wir mal, wie wir das erobern. Okay, jetzt fehlt noch eine richten und dann haben wir das. Lol, es saved automatisch. Temion ist aus der Burg geflohen. Okay. So, noch das Katapult kaputt machen. Schon wieder kaputt gegangen. Scheiße. Wir haben wahrscheinlich Stufe 2 Erbauung. So, jetzt haben wir das. Dann speichern wir mal auf den neuen Stand. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich reingehen. Da müssen wir gucken, wo wir angreifen. Wo die Schwachpunkte sind oder was das für eine Burg ist, beziehungsweise Stadt, eher gesagt. Gut. Okay, wahrscheinlich werden wir hier angreifen und hier, vermute ich mal. Oder hier und hier, je nachdem. Das Tor ist gar nicht so weit entfernt, ich glaube, ich gehe darauf. Wir müssen jetzt kurz nur einstellen. So viele Kämpfer können wir nicht mitnehmen, weil die Gegner haben auch ordentlich Verteidigung. Das heißt, dann müssen wir 50-50 machen. Ja, ein paar Schüsse können wir abgeben. Aber nur ein paar. So. Gut, dann gehen wir mit dem Rambock mit. Zack. Und der Rest, ja, einfach verteilen. Perfekt. Gut, einer. So, ach ja, genau, in der Zeit, wo ich da natürlich so viele Stunden da rumgeritten bin, habe ich auch, mein Gott, Zunge, nicht aufgeben, habe ich auch ein paar Waffen gefunden, und zwar einmal eine Ritterlanze, hieß sie, sie hat diese Kutsch, also eingelegte Funktion, dass du einfach nur an die Hüfte machst und du kannst ohne Ende reiten und dabei killen, das heißt, du musst nicht nur einmal klicken und dann geht es wieder zurück in Neutral und du machst keinen Damage, sondern du reitest halt wirklich wie ein Ritter durch und nimmst alle mit, die dich trifft. Und ich habe natürlich den Falks gefunden, endlich mal. Richtig geiles Ding. Nur der hält ihn irgendwie falsch rum gerade. Was ist das für ein Bug? Okay, anscheinend ist er so rum. Oder ist es auf... Nee, es ist doch buggy. Okay. Gut. Keine Fragen stellen, einfach lassen. Genau. Hab den Bogen wieder zurückgenommen, damit das wieder ein bisschen schneller hier vorangeht, statt der Armbrust. Genau, mehr eigentlich nichts getan, ja. Okay, doch, noch eine bessere Rüstung gefunden, weil ich habe ja umgestellt, dass jetzt die Adligen auch mal sterben, ab und zu, wenn wir kämpfen. Das funktioniert aber auch nur, habe ich gemerkt, wo ich ein paar Mal da probiert habe, dass wenn man live kämpft und nicht, wenn man simuliert, da überleben die immer. Das heißt, wenn wir so kämpfen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sterben, falls man einen sehr tödlichen Schlag versetzt. Das ist auch gut so. Da kann man nämlich die Feinde garantiert verringern, im Vergleich zu, wenn die nur genockt werden. Und man kriegt auch kein Minus, weil die sind dann ehrenhaft im Kampf gefallen, so würde ich das jetzt deuten. Ah, da ist noch keiner dran. Genau. Das sind eigentlich die einzigen Neuerungen, die passiert sind. Und mehr eigentlich auch nicht. Immer noch keine Truppen. Die müssen sich auch irgendwie langsam sammeln, oder nicht? Auf wen schießt er denn? Ich sehe nicht mal einen. Nirgendwo sehe ich eigentlich einen. Nö. Da hinten läuft jetzt einer rein, weil er den Turm sieht da. Ah. Die Flagge sehe ich, aber mir auch nicht. Glückwunsch. Leute, schiebt schneller. Ihr habt eigentlich den kürzesten Weg. Gefühlt kommt das alles synchron an. Gut, wenn wir die Stadt haben, hoffentlich geht der Fortschritt ordentlich weiter vor. So. Come on, Jungs. Reiß die Tür auf. Oder brecht sie eher gesagt ein, je nachdem. Da ist gar nichts. Die ballern da jetzt schon wieder los. Gut, wir gehen einfach hier lang. Das ist anscheinend echt so eine Funktion, das ist irgendwie komisch. Ich glaube, das Schwert ist irgendwie falsch programmiert, ey. Hm, anscheinend ist es so. Irgendwie sehr, sehr komisch. Also es ist eigentlich verkehrt haut. Andersrum geführter Säbel. Leute, hört auf mich zu schieben. Wunderschön, einer. Kommt ihr mit? Oh, mein Fehler. Sag mal. So, Leute, folgt mir. Soldier after me!
wer das noch rumschlägst. Boah, schwerer mit dem zu aimen. Der ist viel, viel schneller. Aber ich sehe nichts. Ich sehe einfach wirklich gar nichts, Junge. So, jetzt von oben schlagen, Junge. Von oben. Von oben. Einmal durchbrechen und dann läuft das. Okay, ein bisschen schwächer als die Axt, aber viel, viel schneller. Viel, viel schneller, oh ja. Boah, die 100er Geschwindigkeit merkt man. Wo willst du hin? Oh, nicht lang genug. Okay, da er natürlich schneller schwingt, erreicht man schneller die Ziele. Boah, hier werden alle geköpft. Oh, fuck. Versteckung. Los, Leute, ihr seid dran. Ich lasse euch mal vor, ich bin ein bisschen schon low. Weg mit euch. Ich komme nicht ran, zu viele vor mir. Wo sind überhaupt die anderen? Boah, Alter, ich sehe mir die Waffen. Los, voran, voran, voran. Okay, das können wir nicht mehr. Man hört nur Schreie hier hinten. Helfen wir mal nach. Boah, gute Abkürzung. Da ist einer wohl runtergefallen. Oh, nicht getroffen. Den haben wir erwischt. Den auch. Den auch. Mehr sehe ich nicht. Ja, ein paar haben wir verloren. Die Burg ist nicht schlecht, muss man sagen. Da hinten noch. Boah, das sind echt drei Punkte des Angriffes. Holy shit. Aber schön aufgeteilt. Da kann man die nicht sofort alle gleichzeitig überrennen. Gute Verteidigungsstrategie. Oh, das war's mit dem. Der dachte, er sneakt sich weg. Parcours. Lol, unsichtbare Mauer, oder was? Ja. Oh, das ist eklig. Das ist, man kann da nur runterfallen, wenn man geklippt wird, wenn zu viele Leute da sind. Oh, das ist schade. Das wäre geiles Parcours-mäßig eigentlich. Hm, schade. Weil es wäre eine coole Taktik auch für Multiplayer, von wegen so die eine Einheit sozusagen auf das Dach stellen, was keiner erwartet. Da vorne von oben kommt der Pfeilregen, schön von hinten, keiner merkt das. Richtig geil. So, dann würde ich sagen, Truppen entsenden. Die weg. Die da rein und gib ihm. Heftig, einer ist gestorben. Okay. Gut, dann nehmen wir das alles mit. Oh, herrschaftlich. Not bad, nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit, 44. So, habt ihr noch irgendwas Schönes hier drin? Yep, ein bisschen was zu essen. Und natürlich ein paar Tiere, genau. Das ist das Einzige, was wir noch in diesem Endgame-Faktor brauchen. Nade zeigen. So, die Stadt haben wir. Wie viel ist jetzt der Fortschritt? 12. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt 12. 12 haben wir. Das heißt, wenn wir jetzt noch weiter ein bisschen kämpfen und so weiter, dann kriegen wir die noch. Die sind jetzt schon im Verlies, richtig, automatisch? Nee, sind die nicht. Die haben sich verpisst in dem Moment, wo wir angegriffen haben. Oh. Widerlich, okay. Dann müssen wir natürlich finden und einfangen. Das ist das Beste, was wir machen können. So, zuerst wird das gemacht, dann das, okay, dann machen wir das danach. Dann das und dann das. Dann auf Essen umstellen. Und jetzt kommt der Stille hier rein. Zack. Gut, dann haben wir den hier drin. So, dann machen wir noch die Stadt ein bisschen schick. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn es wieder fertig ist. Also, bis gleich. Alles klar. Gut. Dann haben wir das gemacht. Jetzt kurz nochmal ein bisschen warten, damit sich die Leute erholen. Genauso wie ich. So, hier wird niemand freigelassen. Und dann, wenn wir ungefähr 90 oder so haben, ja, so ein bisschen mehr, gut. Da sind noch ein paar Feinde, die können wir wegmachen. Luvina, wer ist Teufel ist Luvina?
Warik ist gerade mal 18 geworden, jetzt kommt schon ein Antrag für den. Okay. Da. Wir kennen sie nicht. Das sind immer die Stogianer, die uns anbieten. Nee. Wir kennen halt die Leute nicht, also sagen wir auch nicht zu. Gut, jetzt müssen wir noch einmal kurz die Kamera drehen und dann... Genau, und die nächste Stadt einnehmen. Ah, die Kamera war eigentlich so auf der Karte. Standardmäßig, genau. Okay, wie weit sieht es da oben aus? Gut nochmal verteidigen, sehr gut. Hier hinten, erstmal Stille. Diplomatie ist noch nichts passiert, richtig? Genau. Jetzt schon um 3000 gesunken. Siehst du, gerade mal nur 4 Tage vergangen. Wir haben schon mehr Verluste zugefügt als er. Noch keine Gefangenen, ist ja noch nicht schlimm. Gut. 3 Städte haben sie noch, eine Burg haben sie noch. Das holen wir uns noch. Gut, dann auf zur nächsten Stadt, würde ich sagen. Aber erstmal nehmen wir die hier mit, die kleinen Viecher. Dann nehmen wir uns zuerst den ersten vor. Genau, den hier. Der ist am nächsten. Schön alle auf einmal mitnehmen, come on. Jawohl, alle 4 auf einmal mitgenommen. Hier, komm her, wir haben Krieg. So, kämpfen wir und dann sterben die oder... Ach komm, nehmen wir erstmal nur gefangen. Das sind nur 4 Stück. Die größeren Trupps, die größeren Adligen, die müssen sterben. Gut, dann haben wir das. Ein paar Gefangene können wir ruhig mitnehmen, damit das schneller erbaut ist. Dann in der Stadt. Ungefähr, boah, reicht schon so. Ja, hier, genau so. Dann, hier ist eigentlich nicht so viel mit bei, was ich noch brauche. Ich habe schon von allem sowas von genug. Ich muss nur noch die Mission schaffen, das ist das Ziel. Gut, dann nehmen wir noch die kurz da rein tun. So, rein mit euch. Dann wieder hier raus. Oder warte mal, ist in der Taverne jemand? Ne, leider kein weiterer. Sonst hätten wir noch jemanden gefunden für die nächste Stadt rein tun. Oder für die nächsten 2. Das wäre nämlich nicht schlecht. Wie viel haben wir jetzt bekommen? 21 sind wir jetzt. Durch die Einnahme haben wir 10 Punkte bekommen. Dieses Punktesystem, das sagt dir nicht wirklich was, was ist. Das finde ich ein bisschen dumm. Eine Stadt sollte ordentlich Punkte bringen. Aber auch genauso wie der Fortschritt zu wie viel. Wenn sie keine Städte mehr haben, soll das ein automatischer Sieg eigentlich sein. Wenn die keine Kontrolle haben über Burgen oder Städte, dann müsste das sofort ein Sieg sein. Und Zerstörung des Imperiums, weil sie sind dann kein Königreich mehr, weil sie haben ja keinen Besitz. Sie sind ein Clan, ja, aber kein Königreich. Und das hat das Spiel halt nicht einprogrammiert. Finde ich komplett, ja, dumm. Aber naja. Gut, gehen wir jetzt zu Onira. Der nächste Punkt, da wollen wir raufgehen. Rein da. Gut, ja, eigentlich können wir die Karte ja mal drehen. Wir sehen, wo wir... Oh, da, den nehmen wir mit. Hinterher. Genau. Jawohl. Oh, wo willst du hin? Und... Zack, Junge. Der wurde mit reingezogen, der Arme. Ja, dann ist es so. Ja. Weißt du was? Angreifen. Die beiden, das sind Männer, Ältere, die haben sehr viel Macht. Die können ruhig... Oh mein Gott. Wir haben keine Befehlsmacht, weil wir helfen. Ja, ganz ehrlich. Oi, nee. After me! Leute, lasst mich durch, ihr Minions. Holy moly. Die wollen in den Berg rauf. Ja. Gehen wir nach links? Links ist mehr Fläche. Gehen wir nach links, Leute. Ah, sie wollen unbedingt den Berg nutzen. 100%. Aber wir haben Pfeile. Das macht uns nichts aus. Sind die das schon? Nee. Ich hoffe, die reiten auch hier rum. Das wäre so perfekt. Okay. Der Wallhack mit Alt ist sehr gut zu lesbar. So, Leute, come on. Junge, wie die Erde bebt, ey. Ohne Scheiß. Damals wahrscheinlich richtig gruselig, dieses Geräusch. Wenn du so ein billiger Infanterist bist mit so einem Mini-Speer, nicht mal lang, um genau dagegen anzukommen. Was willst du machen? Ich habe das Gefühl, irgendwie die Aufgabe eines Bogenschützen damals war am besten. Weiter weg von allen sein und dann, ja, beschießen. Sagen wir es mal so, vorsichtig. Und charge. Attack! Speer. Oh, nicht getroffen. Glückwunsch. Dann schießen wir jetzt. Zack. Funktioniert immer besser. Zack. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Getroffen. Den schießen wir nicht an, das ist viel zu eng. Oh, sein Schild. Bam, Junge. Das
Sniper. So, Leute, kommt. Greifen wir die Dinger an. Alle wegmachen. Ja, die haben sich schon in den Bergen verschanzt, ey. Widerlich. Attack, Boys, attack. Es sind noch wenige da. Boah, boah. Yep, das ist der Vorteil einer schnellen Attack Speed von der Waffe. Weil das Ding ist, er blockt zwar, aber er will auch natürlich irgendwann angreifen, eigentlich. Oh, verdammt, Scheißbaum. Und, aber wenn du jede Sekunde angreifst, wo er gerade mal den Block wegnehmen kann und ihn wieder setzen muss, gewinnst du irgendwann. Weil in dem Spiel gibt es keine Ausdauer, das ist auch ein bisschen broken. Du kannst angreifen, die Verteidigung ist immer schwächer. Weil du hast auch keinen Parry, sondern nur einen Block. Das heißt, du musst einen Schildstoß machen, um ihn wirklich zu blocken, aber der dauert ja auch. Das heißt, wenn du einfach nur die höchste Attack Speed hast, gewinnst du. Oder die höchste Range mit Damage. Gewinnst du auch. Da hinten ist ein Reiter, der wird sich verpissen. Oh, lol. Ja, der schafft es auch, sich zu verpissen. Scheiße. Außer er dreht um. Kann ich ihn wegsnipen? Feuer! Ich sehe ihn. Nicht, aber. Na, Meister? Bam, Junge! Ja. Den haben wir erwischt. Sehr gut. Yep, da. Aspis ist auf dem Schlachtfeld gestorben. Serratis auch. Das sollte eigentlich normal default schon besser sein. Und nicht so eine Spezialeinstellung. Erst dann ist das möglich. Das finde ich ein bisschen dumm. Also es gibt natürlich diesen Skill, dass man weniger Möglichkeiten hat, dass seine Einheiten sterben, sondern nur verletzt sind. Die Wahrscheinlichkeit höher. Das liegt mit dem Medizinlevel zusammen. Je höher die Wahrscheinlichkeit dann ist. Und genauso wenig, dass du von Altersschwäche stirbst oder einmal in einer richtig tödlichen Möglichkeit überlebst. Davon gibt es auch noch einen Skill. Aber die haben ja den Skill noch nicht mal. Und die überleben die ganze Zeit. Das heißt, irgendwie ist das so ein bisschen halb useless. Aber na gut. 21. Nicht so geil. Aber gut, nehmen wir mit. Dafür haben sie jetzt zwei Leute weniger. Das ist wichtig. Das heißt, zwei starke Anführer weg, die Einheiten sammeln können. Und jetzt belagern wir noch das Ding hier. Belagern. So, wieder Ballisten, weil wir wollen ja die Mauern heile lassen. Sehr gut. Ah, die haben zwei Katapulte, ne? Ja. Ekelhaft. So, erstmal die Katapulte wegballern. Die sind voll verbuggt da drin, ne? Guck mal, die Balliste, die ist innen drin. Oh Mann. So, jetzt können wir das hier bauen. Nee, die nicht. Oh mein Gott, was hat er da gebaut? Warte, willst du mir sagen, wir treffen die Mauer die ganze Zeit oder ist das wirklich der Aim gewesen? Nee, es war wirklich der Aim, okay. Ich überlege gerade, ob ich auf die Türme scheiße und lieber hochkletter. Ist aber auch gefährlich, ey. Ja, schwer zu sagen, die haben sowieso gerade sehr viele errichtet. Ne, ich brauche diesmal, glaube ich, Katapulte. Wenn eins kaputt geht, brauche ich einen Katapult ganz schnell. Jetzt haben wir alles kaputt gemacht. Okay, bauen wir das nächste Scheiß drauf. Come on. Sehr gut, endlich treffen die Schüsse. Sehr gut, jetzt fängt's an. Jetzt geht's los. Sehr gut, perfekt. Jetzt können wir stoppen. Burg Siratos wird durch die Armee von Monchuk von Kusaid belagert. Ja, da gehen wir gleich hin. Alles gut. So, das ablehnen. Das speichern wir zu einem neuen Stand. Ach, Monchuk, was willst du von mir, ey? Auch das Lustige. Wir sind eigentlich Freunde, weil wir Verhältnis 55 haben. Das heißt, eigentlich sollte man ja jemanden nicht überfallen, sondern vielleicht sogar lieber ein Angebot machen können, von wegen Bündnis, ne? So, dass wenn der eine angegriffen wird, der Krieg, dann ist automatisch Krieg mit dir, ne? So, das ist Bündnis. Gibt's nicht in dem Spiel. Gefühlt sehe ich das nicht. Vielleicht braucht man dafür auch einen Mod oder so, aber irgendwie schade eigentlich. Weil das ja auch jeden angreifen, sogar wenn du ein gutes Verhältnis dann hast, das ist dumm. Vielleicht erst ab 100 Verhältnis, wo wirklich dann die Chance null ist. Aber, what the fuck.
Eigentlich müsste das Verhältnis ja minus gehen, wenn er mir den Krieg erklärt. Ist auch nicht minus gegangen. Komisch. Aber na gut. So. Gut. Dann gehen wir wieder in die Mitte. Wir haben die meisten Bogenschützen, deswegen will ich dahin. Wir haben keinen Anführer mehr für die Truppe. Das ist schlecht. Aber naja, gut, die schaffen das auch alleine. Ihr geht dann hier lang, neben mir. Und ihr geht dahin, genau. So, anfangen. Oh, schöne Sonnenaufgang, ey. Schöner, schöner Sonnenaufgang. The fuck war das denn? Ich dachte, er hat mich angeschossen. Gut, dass es Friendly Fire nicht zu doll gibt. Oder die KIs in der Millisekunde abbrechen können. So, dann schieben wir mal. Diesmal geht es besser voran. Das ist gut. Da sehe ich schon ein paar Schüsse einschlagen. Da hinten ist noch einer. Zu hoch. Zu hoch. Zu niedrig. Ja, leck mich doch, ey. Geh doch. Gut. Dann nur noch ein bisschen Geduld. Ah, ihr wollt hier durch. Sorry, Jungs. Geh mal weg. Ach, alles klar. Aber im Multiplayer ist sowas richtig geil, bestimmt, ey. Ich habe Multiplayer bis jetzt das nicht einmal gespielt, aber ich habe damals vor Jahren, wo das Spiel noch in Beta war, also Early Access, habe ich gesehen, wie das ein paar Leute Online-Videos gemacht haben. Das war voll geil. Von wegen Roleplay-Server oder so. Da stehen halt wirklich so viele hier oben drauf. Und natürlich kann man nicht die Größe machen wie im Solo, weil servermäßig in der Kapazität, du kannst ja nicht 1000 Spieler links, 1000 Spieler rechts machen. Das ist dann, das wäre ein Traum, aber geht natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn man so eine richtige Einheit hat, wo alle gleichzeitig ziehen, er sagt dann so Feuer, und vor allem fliegt da so ein Pfeilhagel und alle machen auch zum Beispiel Römerstellung oder Viking-Schild, weil das ist voll geil. Das Feeling ist komplett anders, weil die KIs, die sind natürlich auch nice schon, aber da fehlt immer so ein bisschen so der Eigenbedarf, wie die handeln oder wie die schießen, die Reaktionsfähigkeit oder was schlau ist, was nicht und so. Und du kannst halt nur damit regieren und die Cam ist aber auch nicht perfekt halt. Naja. Aber es ist trotzdem geil. Also so Solo macht auch richtig Bock. Das muss ja auch erstmal hinkriegen. Nicht, dass es irgendwann langweilig wird, dass du, wenn du eine Burg eingenommen hast, ist die nächste und du sagst schon, oh ne, irgendwie langweilig. Sondern jede Burg ist ja schon unterschiedlich, ne? Der Aufbau. Auf einmal passiert das doch lieber, doch auf einmal wirst du besiegt oder deine Einheiten sterben mehr als sonst. Plus, das Ende in dem Spiel ist ja das leichteste. Ist ja auch woanders genauso. Am Anfang hast du keine Kohle, keine guten Einheiten, aber wenn du solche Einheiten hast, ist es fast schon Free Win ein bisschen. Also, ein bisschen, ne? Nicht garantiert, aber. So eine dicke Rüstung gegen solche Novizen, was willst du machen, ey? Der Bogen, der macht gerade mal so 11 Schaden, weil die auch keine Skills haben. So, der geht da hoch, das heißt, die gehen gleich darauf. So, die gehen jetzt nach da. Ganz genau. Oh, da fallen welche runter. Holt sie von den Mauern! Leute, die fallen runter. Alter, das ist verbuggt. Die wollen halt immer schieben, wegen schön De Defense an Number One spielen, aber die achten nicht, wer vor denen ist. Guck mal, die fallen da runter. Alter Schwede. Ha, kranke Scheiße. Oh, ist drinne. Jungs. Soldiers! Follow me. Follow me! Lass mich durch, Jungs. Greif das an. Ja, angenehm, so eine Attack-Speed. Ey, dieser Insta-Block, ey. Deswegen mache ich auch nicht zu eine hohe Herausforderungsstufe oder Schwierigkeitsgrad. Weil das Ding ist, die blocken jetzt schon verdammt richtig gut, obwohl es nur Novizen sind. Wisst ihr, wie ich meine? Und stellt euch mal vor, das wäre alles, keine Ahnung, Veteran-Einstellung, weil die blocken wirklich jeden Schlag, ey. Du musst dann perfekt jeden Schlag blocken, angreifen, treten, blocken. Da denkst du auch nur so, Junge, das sind Bauern, die wissen nicht, wie man kämpft. Wieso können die alles blocken? Das macht dann auch realistisch keinen Sinn. Deswegen ist meistens in jedem Spiel diese letzte Vorstufe. Boah, Alter, Junge, ist ein Neckerino hier. Gerade ganz kurz konzentriert. Deswegen ist immer in den meisten Spielen die vorletzte Stufe von Schwierigkeitsgrad die beste. Für skillmäßig, aber auch Herausforderungen. Und genauso wenig, aber auch noch relativ realistisch. Die leichteste ist immer billig, das ist klar. Aber das ist meistens die größte Fun-Stufe, falls man was ausprobieren will oder üben. Normal ist halt normal. Manchmal ist es eine Herausforderung, aber meiste Zeit eher nicht.
Jawohl, den haben wir noch erwischt. Fuck. Sehr gut. Ein paar noch erwischt. Sehr gut. Oh, der goldene Adler da hinten. Geiler. Aber das Schwert sieht komisch aus. Ich denke immer noch, der hält das verkehrt rum. Das ist komisch. Oh, die sind gestorben. Tja. So passiert das halt, ne? Jetzt ist es hier nicht mehr easy peasy. Einfach nur ausruhen. Nee, nee. Da drinnen kann ich ruhig reinschicken. Das ist jetzt nur noch Kleinkram. Das schaffen die schon. Gut. Dann ein paar Gefangene nehmen wir mit. Ein paar müssen wir auch hier noch bauen. Deswegen, das passt dann. So, perfekt. So, haben wir noch irgendwas? Eisenbanner? Nee. Pferde nehme ich immer mit. Das ist Geld, Tragelast und theoretisch sogar Essen im Notfall. Genau. So. Gnade zeigen, fortfahren. Gehört jetzt uns. Dann. Einmal kurz zum Verlies die Gefangenen reinschmeißen. Zack. Dann unseren letzten Typ hier reintun, weil wir haben eigentlich gar keine mehr danach, die das stadtverwalten könnten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein kleines Problem. Das heißt, die nächsten zwei Städte, wenn ich die einnehmen würde, die wären unbesetzt. Das ist nicht so schön. So, dann machen wir das erstmal weg, sondern das hier rein. Und nach dem hier will ich dann erstmal die Kaserne erhöhen, dann die Kornkammer machen. Dann die Mauern, dann das Festgelände, dann das und dann das. Genau. Bewässerung immer. Ah, hast vergessen. Den letzten Typ hier noch reinmachen. Perfekt. Gut, dann besetze ich noch kurz die Burg. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Gut, dann wären wir wieder. Also, wir würden eigentlich gerne weiter einnehmen, weil ich habe kurz davor geguckt, wir sind schon bei 70. Das heißt, die Story ist fast geschafft. Wir haben nur ein Problem. Dieses Schwein da oben will unsere Burg einnehmen. Das wollen wir eigentlich nicht zulassen, aber ich wette, dieser Typ hier hat gerade eine 1000er Armee, deswegen kann sie nicht alleine darauf gehen, sonst würde sie sterben. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir könnten Tribut zahlen, damit er uns erstmal einfach nur in Ruhe lässt. Dann kriegt er sein scheiß Geld. Oder ich gehe dahin. Wir haben also zwei Möglichkeiten. Aber das Problem ist, je länger Zeit wieder vergeht, dann können sie sich wieder erholen. Dann könnte die Mission wieder verkacken. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde es wieder der Bug-Faktor werden, dass ich zu wenig habe zum Einnehmen. Und das ist nicht schön. Ah, ich glaube, ich muss bezahlen, ey. Wie viel Kohle kriege ich denn eigentlich? Ja, sehe ich gar nicht mehr. Holy shit. Aber ich glaube, irgendwie 30.000 oder so oder 34.000. Mit jeder Stadt halt immer mehr, weil immer Steuern und Zoll. Ja, ich glaube, wir machen, glaube ich, einfach Frieden erstmal. Der soll mich erstmal nur in Ruhe lassen. Weil es ist so viel Zeit, die sonst weggeht dafür. Wir müssen jetzt den Schwung mitnehmen. Oder wir müssen die Burg weg, also verlieren. Und das will ich ja auch nicht. Das heißt, Diplomatie. Hier, nimm dein Scheißgeld, du Arsch. Gut. Dann bezahlen wir halt ein bisschen mehr. Geld haben wir genug für eine kurze Zeit, weil wir müssen erstmal auf die Story konzentrieren und erstmal das eine Reich noch komplett zerstören, damit wir einfach hier alles kontrollieren können. Das ist das Wichtigste. Und dann können wir in Ruhe wirklich die anderen noch bekämpfen, verteidigen, je nachdem. Genau. Dann würde ich sagen, wir könnten versuchen, zuerst die Burg einzunehmen, statt die Stadt. Aber ich glaube, ich mache direkt die Stadt, ja. Wenn schon, denn schon. Die Stadt, die Burg und dann die Stadt. Oder wenn es schon hier reicht, dann lasse ich das einfach da stehen. Und dann, ja, je nachdem, gucken wir dann mal, ne? Weil die Story hat nicht, glaube ich, so viel Fortschritt mehr. Genau. Fuck it. Direkt einfach rauf. Keine Zeit wasten. Den nehmen wir aber mit. Stehen bleiben. Moin, moin. So, hier machen wir Vorspulen, die muss ja nicht sterben. Die nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Kein Bock mehr. Schon viel zu viel davon. Die tun wir kurz da rein und dann gehen wir zur Stadt. So, oh, da sammelt sich was. Oh, die können wir mitnehmen. Dann Festung, Verlies, Gefangene. Rein mit dir. Und ab nach da hinten. Mal gucken, ob wir die bekommen. Ein Zeug. Nee, freilassen will ich nicht. Ah, die rekrutieren gerade. Letzter Standort. Versuchen wir die zu kriegen oder machen wir die Stadt einfach direkt? Wer ist denn da alles? Rotor. Und alles, okay. Ja, komm, scheiß drauf. Keine Zeit verschwenden. Rein da. Die können ruhig sammeln, die werden eh nicht stark genug sein. Nee, da warte ich.
Gegen einen Katapult verliere ich. Guck mal, die haben sogar drei Katapulte. Holy shit. Du Scheiße. Das wird jetzt schwer. Jetzt müssen wir auf Schnelligkeit gehen. Wenn wir es schaffen, ein paar von denen kaputt zu machen, dann sind wir gut hier drin. Genau das. Stück für Stück. Die Wichser haben auch Stufe 3 erbaut. Man merkt das, wie schnell das sich wieder regeneriert, ey. Ihr kleinen Pisser, Junge. Hier ist ein richtiges Battle. Okay, pass auf. Ne, Katapult muss her. Ich brauche einen ordentlichen Wumms. Noch ein Katapult. Komm mal, Katapult. Denk nicht nach. Baller, Junge. Jawohl. Zwei Katapulte, zwei Ballisten. Sollte eine gute Kombo sein. Sehr schön. Noch eine Balliste. Hört auf, die Mauern zu beschießen, ihr Dullis. Schieß auf das Ding da oben. Jetzt auch noch auf das Ding. Sehr gut. Ah, wir brauchen aber noch Rambock, ey. Scheiße. So. Ich glaube, eigentlich brauche ich die nicht. Nee, machen wir mal ohne. Die soll einfach nur pushen. Haben wir, ne? Genau, noch den Katapult zerstören. Come on, come on. So, perfekt. Die Mauer nicht kaputt machen. Speichern. So, letzter Angriff. Volle Kraft voraus. Gut. Jetzt müssen wir natürlich, vielleicht sogar einen Trupp wegnehmen, weil, wobei, wir haben zwei Mauern, ne? Wir können dann die Leitern hochziehen und dann können die da hochklettern. Genau. Ja, dann lassen wir noch zwei Truppen. Okay, pass auf, dann spalten wir das. Aber wir machen kleinere Trupps. Scheiße. Das Problem ist, weil der Gegner natürlich auch so viele Truppen hat. Das ist das Problem an dieser Reduzierung von Truppenanzahl. Das ist ein bisschen scheiße. Aber müssen wir wohl so lassen. Dann machen wir 60-60. Und dann 37-37, genau. Gut. Die Kleinen, die gehen... Ja, komm, machen wir die mal hier hin. Dann machen wir die hier. Die gehen nach da hin. Komm ein bisschen vor, genau. Und dann kommen wir. Und wir gehen damit. Ready. Let's get it. So, der Rest müsste ja Stück für Stück nachspawnen, wenn was passiert. Oh, die schießen schon. Okay. Jawohl, die Katapulte fliegen. Bam, Junge. Da oben sehe ich schon sammeln. Come on. Treffen wir? Nee. Die gehen mal stehen bleiben beim Schießen. Oh, Junge. Nice. Der unlucky guy. Junge, das bin gefühlt ich im Internet. Ich fress jeden Headshot, egal wie gut ich mich bewege. Und die anderen können stehen und dumm gucken und die werden nicht mal einmal getroffen. Zack, Junge. Das meinte ich gerade. Okay, ich stand still. Aber, ne? Gesagt und sofort passiert. So, was können wir noch machen? Oh, schießen. Da oben, ne? Ja. Ah, nicht gereicht. Okay. Jetzt hat's gereicht. Aua. Müssen weg. Wo sind die überhaupt die Leitern, Junge? Hier vorne? Ja, hier. Ja, besser. Jawohl. Die erste Leiter geht hoch. Der eine versteht das. Der zweite versteht das auch. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Zwei geht schneller. Aua. Jawohl. Weg mit euch. Arsch, ey. Da machen wir es halt nochmal. Komm on, heben wir hoch. So, fall nicht runter. Ich gebe die Rückendeckung. Ah, Schild? Da ist doch gar kein Schild. Läuft.
Oh, das war ein guter Katapultschuss. Junge, wer war das? Aua. Kleiner Bastard. Okay, ich kann nur nach oben schießen. Aua, von oben? Ey, du Wichser. Hier, frisst das, Junge. Arschloch. Oh, hell no. Oh, oh. Da lieber runterspringen, weil es war zu viel. Aber die schießen das gut. Mach das Tor auf, wir gehen dann dadurch. Weg mit dir, du Sau. Okay, das ist dann natürlich der Nachteil, wenn man keine Belagerungsturm hat, weil man kann halt nur einzeln hoch und haben die gute Möglichkeit, dich da einfach wegzuballern. Plus umkippen. Mach jetzt den scheiß Tür kaputt hier. Come on. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was gemacht. Bogenschützen attackiert die Mauern. Oh, es hat irgendwie funktioniert, dass die das kaputt machen wollen. Das reicht's mir. Kann ich mal Platz haben, ihr kleinen Pisser, ey? Die FPS ist zwar am Arsch, aber ist mir auch egal. Schöner Block. Bogenschützen müssen weg. Unsichtbare Mauer. GG. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber auch egal. Einfach schnetzeln. Junge, das Schwert ist so viel schneller als eine Kackaxt, ey. Holy moly, ey. Oh Gott, die spawnen nach. Boah. Das gefühlt eigentlich einen Zivilisten abschlachten. Kein Russisch. Direkt daran denken, MW2. Come on, den holen wir auch noch. Hier flieht keiner. Weg. So, ein bisschen näher. Double Kill. Oh, der hat noch ein bisschen Bock. Nicht mehr. Weg. Come on, Guys, holt sie euch. Oh lol, die müssen da richtig rein. Auch interessant, okay. Hier die Stellung halten. Wenn man weiß, wo die hinrennen, easy peasy. Boah, hier ist schön ruhig, relativ. Boah, die Schreie, ey. Tja, ist nur noch eine Frage der Zeit. Komm mal, 3, 2, 1. Ende? Ah, fast. Wäre geil gewesen mit dem Timer. Ah, da oben, das Getümmel. Ja, ja, der Klassiker, wo keiner richtig hauen kann. Ach du Scheiße. Irgendwo da oben bei den Katapulten oder was ist das, sitzt noch einer. Yep, das war's. Schlacht beendet. Okay, jetzt auch den Rest. Na komm, da kann ich auch mal wieder mit reingehen. Da gehen wir mal mit denen hier rein. Sehr schön, Jungs, Angriff. Viel besser. Bei der Enge. Einfach krank, dieses Schwert. Boah, Junge, 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 ey. Gewaltig. Oh!
weg mit dir. Weg mit einem scheiß Schild. Deswegen habe ich das Schwert kreiert. Oder kreiert, sage ich schon, gekauft. Einfach die Köpfe absäbeln, ey. Also mit der Form ist es natürlich bestimmt richtig geil, den Kopf abzustellen. Das ist ja schon wie so ein Karambitmesser dafür gedacht. Gut. Dann haben wir das. Haben wir jetzt auch das geschafft mit der Aufgabe? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Südliches Imperium besiegt. Die Clans des südlichen Imperiums sind zu den umliegenden Königreichen übergelaufen, da ihr Anführer die Hoffnung aufgegeben hat, das Imperium wiederherzustellen. So wie beim nördlichen und westlichen haben wir das auch geschafft. Eliminiert das südliche. Quest abgeschlossen. Haben wir jetzt automatisch auch die anderen bekommen? Yo. Wir haben automatisch die übernommen, weil die gar nichts mehr hatten. Deswegen haben wir so viele Herrschaft-Dinger bekommen. Südliches Imperium gibt es nicht mehr. Leute, es gibt eine Animation. Achso, so wäre es bei den anderen auch gewesen. Die Flagge und ein paar Tote. Lol. Geilo. Gut, dann. Ja, Gnade. Die anderen müssen wir gar nicht einnehmen. Finde ich richtig gut. Stadtverwaltung. Einmal voll machen. Die Werkstätten sind gar nicht voll. Das ist schlecht. Dann machen wir den noch zu Ende. Und danach machen wir lieber die Belagerungswaffen auf 3. Und das war schon 2, wie schnell das war. Holy shit. Den Marktplatz machen wir noch hoch danach. Übungsgelände, Festgelände, Essen. Gut. Das wäre es eigentlich, ne? Genau. Das ist sozusagen dann die Story. Da hast du also sozusagen die Wahl zwischen... Ja, zwischen... Imperium vernichten, also die ganz große Mitte, oder du vernichtest alle anderen drumherum, ne, und baust das Imperium sozusagen weiter auf. Aber du musst halt immer noch ein Imperium kriegen, also müsstest du theoretisch auch das Imperium vernichten im Imperium. Oder sie dazu zwingen, irgendwie zusammenzukommen, wie das auch geht. Und dann gleichzeitig aber, das heißt, wenn man das Imperium wählt, hat man sogar noch einen größeren Weg, weil man muss ja sozusagen den gleichen Schritt wie jetzt tun, aber halt ein Imperium behalten oder selber ein Imperium gründen mit den Rechten. Und dann alle einnehmen, wahrscheinlich, genau. Ein bisschen länger der Weg, der andere, aber theoretisch ähnlich, nur andere Seiten, nur andere Gegner, genau. Gut. Der Rest ist eigentlich jetzt Freeplay. Wir haben halt alles bekommen von denen, finde ich auch cool gemacht. Leben die eigentlich noch? Das können wir mal nachgucken, ne? Warte mal hier, Diplomatie. Die sind natürlich jetzt alle weg. Dann, warte mal, Armeen, Gesetze, das ist egal. Lehen haben wir bekommen. Oh, holy moly. Jetzt könnten wir sogar ein paar... verschenken eigentlich an unsere guten Mitstreiter die Belohnung für ihr Leben, dass sie ein eigener Clan werden können. Aber was können wir noch machen hier? Warte mal. Clan. Nicht Trupps. Lehen. Sonstiges. Ne, ist auch Müll. Dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal im Hauptmenü. Königreiche. Westliches. Lebt er noch? Du willst mir sagen, der ist zu den Kusaiten jetzt rübergegangen? Oh Mann. Warte mal, sind die jetzt alle bei den Kusaiten? Das würde ich jetzt gerne wissen. Wo ist Ragia? Warte, der hat doch die Tochter, genau, die hier geheiratet. Die ist jetzt auch da. Die Mutter ist jetzt... Das ist das Dumme an dem Spiel. Statt dass sogar sich die gehasst hatten, verteilen, also wirklich jeder wählt ein, was am besten passt als nächstes, gehen die halt einfach nur stumpf, dumm, alle zusammen ins nächste. Erst hat Garius westliches Imperium sich komplett zum nördlichen gewandt. Dann vom nördlichen zum südlichen, also zu ihr. Und jetzt haben sich einfach alle zu den Kusaiten angeschlossen, weil das die nächststärkste Macht ist, weil die wollen natürlich auch vielleicht Rache, könnte man meinen. Weil dadurch sind die ja jetzt stärker geworden, oder nicht, die Kusaiden. Guck mal, wie viele Clans die haben. Die haben jetzt jedes bekommen von dem davor. Ohne darüber zu sprechen, sondern einfach nur zack, bekommen. Oh Mann, ey. Dadurch ist die Stärke von, ich glaube, 5000 oder 6000 auf 9000 gestiegen. Aber das Ding ist, die haben so viele Clans. Die haben jetzt die Möglichkeit, pro Clan, sind ja Adlige, schnell voll viele anheuern. Damit könnten die sogar mehrere Armeen kreieren mit bis zu 2000 Machtstärke. Das ist krank. Oder eine ganz große bis zu 3000 oder 4000 sogar. Das ist richtig unfair, weil dadurch sind die jetzt geboostet durch die Story. Sogar relativ, nicht relativ, sowas von unfair im Vergleich zu den anderen. Die haben die wenigsten von Anfang an. Aber ja, genau. Und dann hatten die ein paar. Die Vlandia hatten die meisten Clans von Anfang an mit südlich und so, mit den Imperialen. Aber die waren weiter weg. Genau. Das heißt, die kleinsten sind mehr die hier. Von Clans her.
Aber das ist irgendwie komisch. Aber naja, ist halt die Story. So eine Mini-Story jedenfalls. So eine richtige gab es halt nicht. So eine lineare Story. Sondern mehr so halt wirklich Freeplay im Verbund. Deswegen habe ich das Spiel gewählt, weil es ein bisschen anders ist. Auch mal was anderes bringen. Plus ich hatte Bock auf ein bisschen Mountain Blade im Mittelalter. Hat natürlich ein bisschen länger gedauert. Das ist halt keine richtige Story, wie erwähnt, ne? Aber, keine Sorge. Das nächste Projekt wird, glaube ich, wieder ein richtiges, pures Story-Element geben. Oder sogar Koop-Game, je nachdem. Ich guck mal, was ich da rausfische für euch. Aber ich würde sagen, dann ist hier erstmal Schluss mit Mountain Blade. Weil der Rest ist halt Freeplay, ne? Da sitze ich vielleicht mal privat ein bisschen und nehme einfach irgendwann die ganze Karte ein. Dann ist einfach easy peasy geschafft, 100% davon. Danach kann man eigentlich nur noch modden. Also mit Mods spielen, keine Ahnung. Römermod, damaliges realistisches Mittelalter. Mit Spanien, Frankreich, England und so. Und wie ich schon erwähnt, auch da die damaligen Kiewan Rus, also die Russen und den Norden und die Vikings, die Dänen und so weiter und Schweden. Das könnte man machen. Game of Thrones gibt es noch, Spartaner gibt es noch, verschiedene Rüstungen und so weiter. Oder Mods nach Roleplay-mäßig, du bist ein billiger Söldner und arbeitest dich hoch. Mit richtiger Story kannst du rebellieren gegen deinen Herrn. Es gibt viele Sachen, die Mods holen das raus, ne, von dem Spiel. Sonst wäre das sehr eintönig. Für zwischendurch immer. Genau. Gut, dann würde ich mich sagen, würde ich sagen, machen wir hier Schluss mit dem Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, ein Like, falls euch das gefallen hat. Wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt. Also, bis zum nächsten Mal.